Hi, this is Artfly speaking. Anybody out there? Ah, you're there. That's good. I'm the guy with the Arnie-like accent, and I show you funny and interesting stuff about GTA 5 and GTA 5 Online. You see here me crashing with a jet, and I want to go home, I want to go to my apartment. So how to travel long distances on the GTA 5 map without losing too much time? For example, driving a car over the whole map takes you 15 minutes. So I just choose a job in the online menu, I host it, I take a parachute jump from the Rockstar created games, and then I just look for the closest parachute jump to Eclipse Tower, which is skyscrapers. And then you just do the jump. You don't have to fulfill anything. You don't have to go through the gates. You can even jump and crash dead on the floor. You won't get any points, but you travel very fast. And in an invite-only session, you're gonna be respawned in the same session. That's great, okay? So here you see it. It's very fast. It takes you like 2 minutes and 20 seconds to go over the whole map. It's the end of the video and you're still there. Wow. Please leave your like and subscribe, because then I can bring you more content like this in the future. Later and servus. Servus Freunde und Grüße aus Bayern. Mein Name ist Artfly und bei mir gibt's momentan Gameplay, Tipps und Glitches aus GTA 5 und GTA 5 Online. Viel Spaß dabei. So wie heute, wenn es mich mal richtig zerbröselt hat mit dem Flugzeug, dann möchte ich möglichst schnell wieder zum Apartment oder auf die andere Seite der Map kommen und möchte nicht mit dem Auto ewige Zeit fahren müssen. Deswegen mache ich einfach in Online im Menü Start einen Fallschirmsprung auf, der möglichst nahe am Eclipse Tower ist. Den wähle ich aus und dann machst du einfach den Sprung. Du brauchst auf nichts achten, du kannst da einfach runtersegeln, du kannst sogar eben voll ohne den Fallschirm aufzumachen auf den Boden aufschlagen. Du wirst genau an der Stelle, wo du aufkommst, dann wieder respawnen, sofern du in einer Invite-Only-Session bist, also einer Sitzung nur für eingeladene Spieler. Das Ende vom Video ist erreicht und du bist immer noch da. Wow, cool! Bitte hinterlass mir ein Like und abonniere meinen Kanal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist, wenn es heißt Servus Freunde, Grüße aus Bayern.